komfortable Lösung für Ihr Zuhause. Im Badezimmer sorgt die motorische Lösung PADM in Verbindung mit einer präzisen Feuchtigkeitsmessung dafür, dass Sie sich während und nach dem Duschen nicht um die Auslüftung des Badezimmers zu kümmern haben. Erreicht die Luftfeuchtigkeit den von Ihnen eingestellten Wert, so öffnet sich das Fenster automatisch und schließt sich erst dann, wenn der vorgegebene Wert wieder unterschritten wurde. Auch lassen sich Fenster und Türen per Zeitlüftung schließen, sodass Sie sich keine Gedanken zu machen brauchen, wenn Sie das Haus verlassen. Auf Kipp geöffnete Fenster können heimtückische Fallen für Ihre Haustiere sein. Frei fliegende Vögel im Haus können in Sekundenbruchteilen durch den Spalt entkommen. Mit der Parallelabstellung von Winkhaus sind Sie mit Ihren Liebsten auf der sicheren Seite. Die Kombination aus Kipp, Parallelabstellung und kompletter Öffnung des Fensters lässt Ihnen die freie Wahl für jede Alltagssituation. Egal, ob Sie für den bevorstehenden Besuch noch schnell per gekipptem Fenster für Frischluft sorgen wollen. Oder später, wenn Sie Gäste im Hause haben, die zugempfindlich sind. Wechseln Sie einfach auf die parallele Abstellposition und niemand wird sich mehr über störende Zugluft beschweren. Natürlich werden Ihre Gäste weiterhin mit Frischluft versorgt. Und natürlich ist eine Stoßlüftung mit Ihrem Aktivpilot-Komfortsystem jederzeit möglich. Gerade in Räumen, die nicht täglich genutzt werden, droht Schimmelbildung. Der Aktivpilot-Beschlag von Winkhaus nimmt Ihnen hier die Arbeit ab. In Kombination mit motorischen Heizungsreglern sorgt der Aktivpilot dafür, dass beim Lüften des Raumes zum einen keine Energie verschwendet wird und zum anderen keine dauerhaft feuchte Luft in den Ecken zirkulieren und für Schimmelbildung sorgen kann. Für Haushaltsräume, in denen Waschmaschinen oder Trockner stehen, ist Aktivpilot-Komfort bestens geeignet. Durch die Parallelabstellung kann die feuchte Luft im Raum entweichen. Ungebetene Besucher und Schlagregen können jedoch nicht in den Keller eindringen. Ja, das erstmal ein paar Impressionen aus unserem schön gedrehten Film in dem wunderbaren neuen Haus. Kommt, glaube ich, sehr, sehr gut rüber. Aber Frank, die nächste Frage, für welche Beschlagsarten oder welche Varianten haben wir die Produkte entwickelt? Wir haben also verschiedenste Varianten entwickelt, also auch für die verschiedensten Anwendungsfälle, die man so am Markt benötigt. Also von mechanischen Varianten über elektronischen Varianten alles. Zum Beispiel das Aktivpilot Komfort Parallelabstell-Drehkipp. Da haben wir neben den normalen Öffnungsarten geschlossen, Dreh- und Kippstellung, haben wir zusätzlich die Parallelabstelle integriert. Dies ist eine mechanische Variante. Wir haben allerdings auch motorische Varianten, wie zum Beispiel den Aktivpilot Komfort Parallelabstell-Dreh motorisch. Hierbei kann ich das Fenster automatisch über einen Antrieb in die Parallelabstellung bringen, so dass ich auch dieses hier nutzerunabhängig entsprechend ansteuern kann. Ja. Darüber hinaus, was Anforderungen aus dem Markt gewesen ist, dass wir natürlich auch Sonderlösungen bieten sollten. Und dies haben wir jetzt integriert, indem wir auch für Rundbogen oder Atelier eine Lösung haben, bei der wir parallel abstellen und drehen gleichzeitig können, welches auch sehr gut vom Markt angenommen wird. Das heißt, wir haben ja für die verschiedensten Varianten entsprechend Lösungen. Bedeutet für mich, es ist jetzt eine alte, echte Alternative im Lüftungsbereich im Haus. Kann man das so sagen? Ja, genau so ist das. Und damit wir aber dann auch wirklich belastbare Werte hinkriegen, mussten wir natürlich gewisse Untersuchungen durchführen, damit man natürlich auch dem Endverbraucher Sicherheit geben kann. Und das haben wir gemacht in Verbindung mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik aus Stuttgart. Und da haben wir ein großes Forschungsprojekt gestartet, wo wir das ganze Lüftungsverhalten der natürlichen Lüftung untersucht haben. Und dieses Projekt ist, die Ergebnisse des Projektes sind brandaktuell. Wir haben deshalb uns gedacht, es macht vielleicht heute Sinn, wenn wir einen Experten aus dem Fraunhofer-Institut einfach mal mit hier in die Runde nehmen. Und ich darf mal den Herrn Hermes bitten, unseren Experten vom Fraunhofer-Institut. Kommen Sie mal ruhig in die Mitte. Frank, bleib bitte noch bei uns. Ja. Genau. Herr Hermes, interessantes Projekt. Vielleicht können Sie uns mal in ein paar Worten sagen, was Sie in dem Rahmen des Forschungsprojektes untersucht haben. Sehr gerne. Wir vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Holzkirchen und Stuttgart sind ja für die physikalischen Belange um den Bau herum. Sie machen den Beschlag und auch die Technik darum. Wir kümmern uns um die Bauphysik. Und da war die erste Frage im Rahmen des Forschungsprojektes natürliches Lüften. Die Frage, eignet sich denn überhaupt die Parallelabstellung für eine solche Lüftungsart? Und wenn man historisch mal schaut, dann weiß man, dass früher
die Schimmelpilzschäden eigentlich deutlich niedriger waren, als es heute der Fall ist. Es hängt zum einen eben mit den dichten Gebäuden zusammen und da ist es einfach so, dass wir klar sagen müssen, dass bei der Parallelabstellung so dieses alte undichte Fenster simuliert wird. Das alte undichte Fenster, das natürlich permanent da war, mit Kissen zugelegt, jeder kennt das, wenn nicht selbst, dann von der Oma, war ja so ein Thema. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, gezielt die Belüftung herzustellen, sodass eine kontinuierliche Lüftung auch stattfindet. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Man hat oft in aller Munde, dass die Stoßlüftung ausreicht. Das ist gar nicht der Fall. Fürs Entfeuchten brauchen wir eine kontinuierliche, schleichende Lüftung, die dann auch bei permanenter Erwärmung eine Mischluft ergibt, die dann auch nach dem Erwärmen wieder herausgelüftet werden kann. Und so eine Entfeuchtung auch stattfindet, sodass kein Schimmelpilz wächst. Wie läuft denn dann so ein Forschungsprojekt eigentlich ab? Ja, man trifft sich mit den Projektpartnern, die haben sich gefunden und wir haben vor etwa einem Jahr ein Kick-Off-Meeting gehabt, das dann eben sehr schnell Früchte trug und wir haben natürlich dann bei so einem Forschungsprojekt zunächst mal die Grundlagen herausgearbeitet und die Zutaten zu einem solchen, sage ich mal, Gebäude, das wir dann auch untersucht haben und da zählen nun mal die Fenster mit dem entsprechenden Beschlag und wir haben dann zunächst mal Grundversuche durchgeführt bei uns in Stuttgart, wo wir in Abhängigkeit von unterschiedlichen Druckunterschieden quasi die Luftleistung des Fensters ermittelt haben in der Parallelabstellung, eben um dann Eingangswerte zu haben für ein Simulationsprogramm. Mhm. Wir haben dort am Fraunhofer-Institut die Software WUFI Plus entwickelt, die es ermöglicht, Gesamtgebäude abzubilden, 3D, die dann sogar mit mehreren Zonen berücksichtigt wird. Und wir haben uns einfach drei verschiedene Gebäude angeguckt. Wir haben ein Bürogebäude, das eben im Norden Deutschlands untergebracht ist mit dem echten Bau. Es wird auch echt gebaut, dieses Gebäude. Aber auch ein Einfamilienhaus und eine Wohnung im Mehrfamilienhaus. Haben wir dann betrachtet, haben das in verschiedene Zonen eingeteilt und eben dann geguckt, haben Bewohner eingefügt, ob denn jetzt die parallele Lüftung funktioniert oder nicht. Also das ist ein Konsortium eben aus den verschiedensten Dingen. Das heißt, wir haben das in drei verschiedenen Gebäudeformen getestet. Ganz genau. Einfamilienhaus, Wohnung und richtig. Bürogebäude. Und Bürogebäude, kleineres Wohngebäude, aber immerhin auch schon mit über 20 Büros haben wir dort herangezogen. Ich würde jetzt der Einfachheit halber vielleicht einfach mal auf eins eingehen. Nehmen wir mal das Einfamilienhaus. Sehr Wie gerne. Läuft das dann konkret ab? Also wir haben im Prinzip eine Grundform von einem Einfamilienhaus uns überlegt, die auch, ich sag mal, in der Normung stark verwendet wird oder auch zusammen mit einfach ein typisches Einfamilienhaus und haben dann gesagt, okay, es hat die Gebäudehülle mit den Wänden und die Fenster entsprechend mit Parallelabstellung und haben dann das bewohnen lassen, wie vorhin schon gesagt, mit vier Personen in dem Fall und haben dann Nutzungsprofile für die einzelnen Räume dann erzeugt. Die haben wir dann in Zonen eingeteilt. Das ist also mit dem Mehrzonen-Durchströmungsmodell auch berechnet worden, wo dann die Kinder eben ihren entsprechenden Spielbereich haben oder Anwesenheit, genauso wie die Eltern eben entsprechend vorhanden sind. Und haben dann die Lüftungszeiten auch der Fenster simuliert, indem wir auch mehrere Varianten gefahren haben. Und das Besondere dabei ist, dass das Ganze nicht statisch abläuft, sondern eben auch abläuft instationär. Das heißt, wir haben ein Außenklima, wo ein gesamtes Jahr abgebildet ist mit Stundenwerten, 8760 Mal, wird dann also für jede Stunde dieses Verhältnis der Außenlufttemperatur und dem bewohnten Innenraumluftbereich simuliert mit der Maßgabe, dass auch die Gebäudeteile wohlwissend auch Wasser aufnehmen können, alle Putze und so weiter, alle Oberflächen, auch die Möbel, aber wir haben es eben auf die Bauteile beschränkt, können Feuchtigkeit aufnehmen und in diesem Wechselspiel haben wir eben eine Bewohnung dieses Gebäudes über ein Jahr komplett simuliert. Wahnsinn, also bis ins kleinste Detail durchgetaktet. Muss man sagen, oder? Das war eine größere Arbeit. Kann ich mir vorstellen, also schon faszinierend zu hören. Wir werden, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, wir werden Sie auch in den nächsten Wochen noch mehr über dieses Thema unterrichten und mehr Informationen zur Verfügung stellen, auch im Rahmen von Präsentationen oder Ähnlichem. Das würde hier den Rahmen sprengen, aber mich würde noch interessieren, die Ergebnisse. Ja, die Ergebnisse, die kann man eigentlich relativ in einem Satz zusammenfassen. Riesenaufwand und da auch Dank an die Kollegen in Holzkirchen, die hier diese Berechnungen gestemmt haben. Also fantastisch, was dort gelaufen ist. Da ist man selber auch als Mitarbeiter begeistert, dass sowas möglich ist und auch das innerhalb von einem Jahr abgeschlossen ist, sage ich mal, in der ersten Stufe, das müssen wir auch sagen. Ja, läuft alles gut. Eine Lüftung des Wohngebäudes, des Einfamilienhauses, ist bezogen auf die verschiedenen Zonen sogar, also mit der Maßzahl, dass wir 9 Kilogramm Feuchtigkeit pro Tag dort produzieren über die vier Bewohner,
sogar noch so kleine Details, dass wir die Baufeuchte noch zum Teil mit im Gebäude drin haben, also uns auch wirklich das schwer gemacht haben, können wir mit einem 3- bis 4-stündigen Lüftungszyklus am Tag mit Parallelabstimmung und auch Durchströmung des gesamten Gebäudes eine sicherstellen, dass die Gebäudeoberflächen, die Bauteilinnenoberflächen niemals so viel Feuchtigkeit haben, dass Schimmelpilz entstehen kann und auch die Luftqualität für die Bewohner in einem absolut akzeptablen, guten Bereich liegen, sodass wir sagen können, die Parallelabstellung als Vertreter dieser doch auch sehr wichtigen, schleichenden Lüftung, dieser permanenten, kontinuierlichen Lüftung, funktioniert zu 100%. Super, das heißt, wir haben jetzt eine echte Alternative zu den herkömmlichen Formen, die man sonst so kennt. Absolut, so ist es. Ganz genau. Super. Ja. Das hört sich gut an. Deshalb die letzte Frage an Frank. Was bedeutet das für uns als Firma? Vielleicht, genau. Ja. Und zwar, ja gut, die Ergebnisse sind natürlich brandaktuell. Die haben wir erst Ende letzter Woche erhalten. Das heißt also, wir müssen jetzt die ganzen Ergebnisse noch aufarbeiten und werden die dann natürlich auch unseren Kunden entsprechend zur Verfügung stellen. Aber dieses Ergebnis, was wir dort erzielt haben, ist sensationell, weil wir können nämlich jetzt wirklich komplette Gebäude, unabhängig vom Gebäudetyp, wirklich mit unserer Parallelabstellung belüften und haben wirklich eine echte Alternative zu den herkömmlichen Lüftungsanlagen. Also erstmal Glückwunsch an Entwicklung, Produktmanagement und alle, die da mitgearbeitet haben. Ja. Tolles Ergebnis. Vielen Dank auch, dass Sie uns das nochmal so rübergebracht haben. Danke für das kurze Interview und ich würde sagen, zum Abschluss zeigen wir jetzt nochmal einen kleinen Clip, der die Sonderform, die wir hier vorstellen, ein bisschen verdeutlicht, damit Sie wissen, worüber wir gesprochen haben. Wir können Ihnen jetzt auch Aktivpilot Komfort, PADS, anbieten und zwar Sonderlösungen für Atelier- und Dreiecksfenster bzw. auch Rundbogen. Auch hier haben wir wieder die Parallelabstellung integriert, welches wir auch bei den anderen Lösungen beim Rechteckfenster schon integriert haben. Bei dem PADS-Fenster ist es auch dort wieder, wir haben die geschlossen, wir haben die Drehposition und die Parallelabstellfunktion. Auch hierbei stellt der Beschlag um diese 6 mm ab. Und Vorteil hierbei ist natürlich, dass wir keine großartigen Fräsarbeiten durchführen müssen, welches auch natürlich diese Lösung sehr gut geeignet ist für denkmalgeschützte Gebäude, weil es dort ja oft die Kippfunktion oder die Kippöffnungsweite entsprechend nicht erlaubt ist und wir über diese Parallelabstellung lüften können, eine natürliche Lüftung hinbekommen, die aber von außen kaum erkennbar ist. Also auch hier wieder ein Problemlöser entsprechend für Sie, für den Endkunden und für den Fensterhersteller. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, das uns noch die nächsten Tage begleiten wird. Kommen wir aber nun zum heutigen Gewinner des iPod Nanos. Genau, es ist auch spannend. Ich muss mal kurz hier rübergreifen. Wir lassen uns mal eben kurz reinreichen. Dankeschön. Den Gewinner des heutigen Gewinnspiels. Oh, es ist eine Gewinnerin. Sehr gut. Gewonnen hat Gesa Hartung aus Münster. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit dem iPod. Und morgen ist auch noch eine Chance. Und wir freuen uns drauf. Bis morgen und vielen Dank fürs Zusehen. Morgen gibt es, ich kann ganz noch kurz sagen, morgen gibt es nicht nur ein iPod Nano zu gewinnen, wir haben auch wieder interessante Themen. Unter anderem stellen wir das Marketingportal vor, was wir hier unseren Kunden zur Verfügung stellen, beziehungsweise hier zum ersten Mal zeigen. Und wir haben nochmal zum Abschluss Tilman Winkhaus als Interviewgast. Also bitte wieder einschalten, wir freuen uns auf Sie. Bis morgen, vielen Dank.